Du hast einen Sonnenbrand bekommen, du weißt nicht, was du tun kannst. Hier gebe ich dir die besten Tipps. Und das natürlich alles rein natürlich und ohne Farben. Aber nicht nur das, ich sage dir auch noch etwas viel Wichtigeres. Und zwar, wie du am besten in Zukunft einen Sonnenbrand verhinderst. Ich habe selbst einen sehr hellen Hauttyp, habe aber die letzten paar Jahre keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Und hier gebe ich dir meine Tipps, wie du das schaffst. Aber vorher schau, dass du meinen Kanal unbedingt abonniert hast, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt kümmern wir uns um den Sonnenbrand. Servus zusammen, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Das ist jetzt mal ein kürzeres Video und es wird darum gehen, wie man, wenn man einen akuten Sonnenbrand hat, wie man den am besten bekämpft. Aber es geht auch noch um ein zweites und viel wichtigeres Thema, und zwar, wie man in Zukunft ausschließt, einen Sonnenbrand zu bekommen. Denn Sonnenbrände hinterlassen Schäden in eurer Haut, die vielleicht das Leben lang nicht mehr weggehen. Ihr müsst es unbedingt verhindern. Also, wenn du erstmal einen Sonnenbrand hast, ist vieles schon zu spät. Aber du kannst trotzdem noch etwas tun, um das Beste für deine Haut zu tun. Und zwar das Beste, was du in dem Moment tun kannst, ist ein frisches Blatt Aloe Vera abschneiden und auf deine Haut auftragen. Es gibt bei Sonnenbrand nichts Besseres als frische Aloe Vera. Einfach dann dieses weiße Gel, was ihr aus dem Blatt holt, 2 bis 3 Mal am Tag auftragen. Also erstmal müsst ihr eure Haut mit Wasser waschen, dann dieses Gel 2 bis 3 Mal am Tag auftragen und drauf lassen. So ein Blatt von der Aloe könnt ihr gerne mehrere Tage verwenden, kein Problem. Wie ihr euch am besten eine Aloe besorgt und haltet, das habe ich euch in folgendem Video beschrieben. Dazu müsst ihr einfach hier klicken. Aber für alle, die keine Aloe Vera zur Hand haben, schaut euch trotzdem das Video, dass das nächste Mal ihr wirklich eine Aloe habt, denn das ist mit Abstand das Beste. Aber für euch, die ihr keine habt, jetzt probiert, dass ihr eine gute Aloe-Creme im Laden bekommt. Und das zweite, was wirklich gut hilft, ist kolloidales Silber. Und noch ein paar Tricks sind, dass ihr viel Wasser trinkt, während ihr einen Sonnenbrand habt. Und dass ihr ab und zu einfach eure Haut befeuchtet, wenn ihr nicht gerade Aloe drauf habt. Aber jetzt komme ich zu dem wichtigeren und zu dem eigentlichen Punkt. Und zwar, wie ihr verhindert, in Zukunft einen Sonnenbrand zu bekommen. Und ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren so und bin die letzten paar Sommer, vielleicht 3, 4 Jahre, ganz ohne Sonnenbrand oder ohne starken Sonnenbrand ausgekommen. Eigentlich sollte so etwas wie ein Sonnenbrand nie passieren. Zuerst solltest du einmal deinen Hauttyp wissen. Je weißer du bist, desto mehr musst du dich vor der Sonne schützen. Und ich mache das ganz ohne künstliche Nanocremes, sondern natürlich. Und es sind einfach ein paar Prinzipien, die ich anwende, und das könnt ihr alle auch leicht machen. Und zwar zuerst solltet ihr die starke Mittagshitze meiden. Die Sonne ist am allerstärksten zwischen 12 und 15 Uhr. Und da sollte die Haut nie direkt der Sonne ausgesetzt sein. Das könnt ihr machen, indem ihr in der Zeit einfach was anderes einplant oder indem ihr euch ein Käppi oder einen Hut aufsetzt. Ich habe meistens einen einigermaßen modernen weißen Hut, der eine große Krampe hat, der sowohl hinten als auch vorne schützt. Stellen, wo jetzt der Hut nicht rankommt, ist oft zum Beispiel die Nase oder wenn ihr eine Käppi habt, hier hinten. Die könnt ihr zum Beispiel mit Sesamöl oder mit Kokosöl eingeben. Das hat einen bestimmten Sonnenschutzfaktor, der ist nicht sehr stark. Also da könnt ihr nicht lange mit draußen sein, aber wenn ihr eh schon eine Käppi habt und das nur verstärken müsst oder die Mittagssonne meidet. Ich weiß, Hüte sind heutzutage uncool und unmodern, aber es ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Ich habe mir einen weißen Hut besorgt, das ist einigermaßen gut noch. Schaut einfach in den Läden, schaut herum, wo ihr einen guten Hut findet. Und dann dürft ihr nicht vergessen, immer einen mitzunehmen. Wenn ihr irgendwo mit Freunden seid und plötzlich geht ihr raus in die Mittagssonne und dann, oh, was macht ihr? Deswegen habe ich immer im Auto 1, 2 Hüte liegen im Sommer und ich nehme immer einen mit, wenn es irgendwie rausgehen könnte. Und ein weiterer Grund, wieso man das unbedingt vermeiden sollte, allgemein die Sonne, aber besonders Sonnenbrände, ist, dass es die Haut extrem altern lässt. Es gibt fast nichts, was euch so sehr altern lässt optisch, wie die Sonne. Nicht nur Sonnenbrand, auch ganz normales Sonnenlicht. Jeder kennt diese Menschen, die so super sonnengebräunt sind und ständig am Strand sind und die mit 40 schon so aussehen, als wären sie eigentlich 60 Jahre alt. Deshalb solltet ihr unbedingt die direkte Sonne vermeiden durch meine Tipps. Also legt euch unbedingt frische Aloe Vera Pflanzen zu Hause an, sorgt für eine ausreichende Kopfbedeckung und vermeidet die direkte Sonne. Sonnenlicht vor 10 Uhr morgens oder nach 6 Uhr abends, das könnt ihr relativ unbedingt genießen. Da könnt ihr rausgehen, da passiert nicht mehr viel, das UV-Licht wird da großteils abgeblockt. Also wenn ihr diese Tipps beherzigt, werdet ihr in Zukunft definitiv keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Und falls ihr doch einen bekommt, dann habt ihr das beste Mittel, wie ihr eure Haut am besten heilen könnt. Ja, wenn dir dieses Video was gebracht hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!